Ein Freund von Mia und Linus liebt es, ihnen Rätsel aufzugeben. Heute hat er ihnen eine Wegbeschreibung geschickt, damit sie ihn finden können. Um ihren Freund zu finden, ist es wichtig, dass sie den Brief lesen können. Aber warum ist Lesen noch wichtig? Lesen macht deinen Alltag sehr viel einfacher. Wenn du lesen kannst, kannst du zum Beispiel deinen Computer oder ein Handy einfacher nutzen und auf diesen Nachrichten lesen und auch selber schreiben. Du kannst Rezepte für einen Kuchen oder ähnliches lesen, Speisekarten lesen und auch Spielanleitungen lesen und niemand muss dir dabei helfen. Aber auch im Supermarkt oder in der Eisdiele kann dir Lesen weiterhelfen. So kannst du in der Eisdiele zum Beispiel lesen, welche Eissorten es gibt. Oder im Supermarkt erkennen, wo du etwas finden kannst. Linus und Mia haben einen Brief von einem Freund erhalten. Diesen müssen sie lesen. Sie sollen an einer Eisdiele vorbeifliegen. Auf dem Schild können sie erkennen, wo sie ist. Kannst auch du die Eisdiele sehen? Genau hier. Linus und Mia sind schon daran vorbeigeflogen. Was steht als nächstes auf ihrem Brief? Sie sollen den nächsten Bus nehmen. Aber wann kommt denn der nächste Bus? Auf dem Fahrplan können sie dies lesen. Wenn du lesen kannst, kannst du also auch Informationen von einem Fahrplan entnehmen. Entspannt, so eine Busfahrt. Und Mia nutzt die Zeit, um ihr Lieblingsbuch zu lesen. Mia liebt es, durch Bücher in andere Welten zu reisen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Sie stellt sich immer genau vor, wie die Figuren in den Büchern aussehen könnten. Manchmal erschreckt sie sich auch ganz schön oder fühlt mit den Figuren mit. Durch das Lesen von Büchern kannst du auch sehr viel lernen. Mia hat auch einmal ein Buch über Drachen gelesen. Dort hat sie ganz viel über Linus erfahren. Hast du auch schon mal ein Buch gelesen, in dem du viel gelernt hast? Vielleicht hast du ja schon mal ein Buch über die Feuerwehr oder dein Lieblingstier oder über ein anderes Land oder einfach nur eine spannende Geschichte gelesen. Du findest bestimmt auch ein Buch über deine Lieblingsfernsehserie. Lass uns noch ein Quiz zum Lesen machen. Welches Wort passt zu diesem Bild? Der Hund. Das Bild zeigt einen Hund. Und welches Wort passt zu diesem Bild? Die Sonne. Das Bild zeigt die Sonne. Und welches Wort passt zu diesem Bild? Die Banane. Das Bild zeigt eine Banane. Haben Linus und Mia ihren Freund gefunden? Sie sind wieder bei ihrer Burg angekommen. Das ist ja seltsam. Na, da hat sich der Freund wohl einen Scherz erlaubt.